hier im Operettenhaus. Letzte Vorstellung heute von Hinterm Horizont in Hamburg. Wie findest du es? Ich finde es super geil. Ich muss gestehen, ich bin zwar schon seit Jahren Udo-Fan, aber es ist mein erstes Hinterm Horizont Musical. Und leider hier in Hamburg auch das letzte. Sehr geil. Ja, ist ja auch eine besondere Aufführung heute, ne? Die allerletzte. Richtig, ganz genau. Und ich finde es sehr schade, dass es hier nicht mehr ist. Berlin als Standort fände ich auch noch geil, weil einfach die Geschichte da auch spielt. Und ich denke, das sollte einfach schon weitergehen, weil die Geschichte einfach rauszutragen, man versteht viel mehr den Hintergrund damals in der DDR, wie die Menschen da gelebt haben. Das ist schon eine geile Sache. Ja. Okay, jetzt gibt es gleich die zweite Halbzeit und dann, wie geht es weiter heute hier auf der Reeperbahn? Auf der Reeperbahn um halb zwölf oder so. Genau, da geht es noch weiter, da gibt es noch eine geile Aftershow-Party in der Alten Liebe, ja, im St. Pauli Clubhaus. Aha. Ich kann nur sagen, einfach vorbeikommen, Leute. Macht das Ding, rockt mit, macht euer Ding und viel Spaß noch. Alles klar, wir machen unser Ding. Vielen Dank.